Leute, heute bin ich mit einem neuen Ja, so ist das Video am Start. Und noch sorry für dieses, vielleicht ist der Ton jetzt diesmal nicht so gut. Das liegt an diesem tollen Mikrofon. Seit letzter Zeit rauscht es auch wirklich. Da ist auch irgendwie so ein Stückchen rausgebrochen. Kein Plan, wie es passiert ist. Und mein Vater hatte irgendwie coolerweise noch so ein Mikrofon hier. Das rauscht auch und wenn ich das runterhänge, dann wackelt das mal irgendwie so ein bisschen und dann rauscht es auch gleich so extrem. Und ich habe auch einen gerade in Planung, dass ich ein neues kaufe, ein gutes. Und deswegen, das wird auch so irgendwann dann nach den Osterferien eingeführt. Also nach den Osterferien ist quasi auch nochmal so eine Art Harimov-Technik-Equip. Aussehen, Hintergrund, Update und so. Deswegen rauscht es jetzt halt ein bisschen. Sorry, aber ja. Genau, da würde ich sagen, einfach mal legen wir mit den Kommentaren los. Mit Filzstift TV zu Ja, so ist das 6. Der grüne Daumen ist nur zufälligerweise blau. Was soll ich denn jetzt geben, wenn es keinen grünen gibt? Gib einfach den, der nach oben zeigt. Ich schau mal schnell nach. Eigentlich ist es nämlich so, dass die beide weiß sind. Und die werden erst, wenn man sie anklickt, wird halt der grüne, beziehungsweise der Daumen nach oben wird dann halt grün oder blau oder wie auch immer. Und der rote nach unten, der wird, keine Ahnung, ich habe noch nie einen roten Daumen nach unten gegeben. Steinpilz-Optiker, cooler Name, zu Harimov-Werbespot. Ich bin glücklich, danke dafür. Ja eben, ich helfe, ich mache das gerne, ich helfe gerne den Menschen. Ich meine, es gibt so viele traurige Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Ich helfe denen gerne. Und jetzt habe ich denen halt mit meinem Produkt geholfen. Und YouTube ist wirklich eine gute Hilfe, Menschen zu helfen. Das meine ich ernst. Ich finde es wirklich scheiße, dass es einfach traurige Menschen gibt. Beziehungsweise Menschen, denen es nicht gut geht und so. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, da würde ich wahrscheinlich auch Weltfrieden. Keine Ahnung, wie ich darauf jetzt gekommen bin. Mrs. Cupcakes, 31 zu 50 Abonnenten. Du machst coole Videos, Doppelbombe. Kannst du mich und meine Freundin mal in deinen Videos erwähnen? Wär nett, Doppelpunkt, Klammer zu. Nächster Kommentar von... Was? Ich hab dich doch erwähnt. Ach, ich habe die Freundin noch nicht erwähnt. Freundin von Mrs. Cupcakes 31. Ja, aber danke, dass euch mein Kanal anscheinend gefällt. Finde ich cool. Ich habe ja jetzt auch schon 200 Abonnenten. Finde ich übrigens auch wirklich richtig krass. Also ich finde es wirklich geil. Stell dir schon mal 200 Leute auf einem Haufen vor. Das ist schon ungefähr, würde ich mal schätzen, ein Kinosaal oder so. Stell ich es mal vor, ist doch geil. FQTV zu Änderungen bei Harimov. Infovideo. Spar dir dein Geld und kauf dir Sony Vegas 11 oder 12. Ich benutze es auch für FQTV. Die Speicherzeit ist zwar sehr lang, aber dafür kannst du bessere Greenscreens, Übergänge, Bauchbinden und du hast über 90 Ton- und Videospuren. Überleg es dir, da Sony Vegas so gut wie nie abstürzt. Ich habe vorher auch Magic benutzt, aber mit Sony Vegas kannst du einfach mehr machen. Ansonsten super Videos. Nein, also ich bin mit Magix wirklich zufrieden und ich brauche da auch wirklich kein besseres. Magix ist wirklich super und ich komme damit wirklich zurecht und so. Und ich würde einfach echt kein Geld ausgeben für ein anderes. Also nein, ich bin wirklich zufrieden mit Magix und Greenscreens brauche ich auch eigentlich nicht. Sorry, aber brauche ich echt nicht. Übergänge sind auch eigentlich ganz gut. Über 90 Ton- und Videospuren brauche ich da auch nicht. Bei Magix habe ich 64 und ich brauche meistens, also bei so einem Video hier brauche ich jetzt ungefähr 8 bis 10 Videospuren und Ton und bei so einem Harry Potter dann halt mal 15 oder so. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nicht. Ich bin mit Magix wirklich zufrieden. Es ist kein Spitzenprogramm, aber es ist wirklich richtig gut. Kann ich eigentlich nur weiterempfehlen. Ansonsten super Videos. Dankeschön. Finde ich gut. You Primo. So kein Abo gegen Abo mehr. Wieso so viele negative Bewertungen? Auch Kinder lernen irgendwann, dass Abo gegen Abo sinnlos ist. Kinder lernen das. Weißt du, wer das auch noch lernt? Ich. Ich lerne das auch noch. Ja. Mr. Phänomenal zu Fakten über Filme und Fernsehen.
Haha, nur, Komma, haha, nur, unnütze Fakten, gefällt mir. Mach wieder solche Videos. Thumbs up. Haha, nur. Achso, das, wo ich das so wiederholt. Witzig, was man da alles machen kann. Unnütze Fakten, gefällt mir. Mach wieder solche Videos. Ja, dankeschön. Ja, ist geplant, nämlich Fakten über Piep. Nicht mal. Ja, ist geplant. Sogar mit einem anderen YouTuber zusammen, den ich kenne, ist das geplant. Ja, wird also irgendwann auf meinem Kanal kommen. So, dann ein Kommentar auf Facebook zu meinem letzten Video, dem Harry Potter Real Life 5, dem Finale. Und da hat der Fee Kuh geschrieben, tolles Video. Ist es schwer, mit sich selber zu reden? Wie machst du das? Was schaust du an, wenn du Harry Potter anschaust? Was ist dein Tipp für welche Szenen? Ich würde auch gerne mal mit mir selber reden für FekuTV. Also ich würde mir vorher überlegen, da muss die Kamera stehen so und da müsste sie stehen, wenn da wirklich ein zweiter Mensch stehen würde. Und dann halt einfach da hinschauen, wo der stehen müsste, der zweite Mensch. Jo, dann war's das auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen blauen Daumen nach oben oder den roten Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mal irgendwelche Kommentare in die Kommentare, um vielleicht ins nächste Jahr, so ist das, Video zu kommen. Ja, ihr könnt auch mal Kommentare auf Facebook schreiben oder mal liken meine Facebook-Seite. Da kommen auch mal ganz coole Informationen und so. Jo, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.